Yeah, Buddy, was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Povro zockt Minigames. Wir sind immer noch bei Swords and Sandals 2. Das mit dem Speichern scheint mir eine Schwierigkeit bei dem Game zu sein. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man in der Kirche, um seinen Charakter zu speichern, hier einmal klicken kann. Dieses selbe hatten wir aber auch, als wir das große Turnier gewonnen haben in der letzten Folge. Und irgendwie konnte ich den Charakter dann doch nicht laden. Ich habe jetzt aber bis zu dem Zeitpunkt gespielt, an dem wir waren. Wobei es immer noch Tag 1 ist, weil ich das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen konnte. Aber wir sind jetzt ungefähr an dem Punkt, an dem ich gestern aufgehört habe. Wenn wir die Arena betreten, dann können wir wieder an Duellen teilnehmen. Oder dann natürlich entsprechend hier, the next tournament is for Gladiators Level 7 and above. Das heißt, wir machen jetzt erstmal wieder ein paar kleine Duelle. Ich finde dieses Spiel richtig geil. Ich hoffe nur, dass das mit dem Speichern klappt. Ihr seht hier diesen wahnsinnigen Unterschied. Der hat 16 Rüstung. Ich habe 123. Bam. Also da blocke ich ihm so ziemlich alles ab. Besiege auch die Gegner easy peasy. Also die Axt habe ich dieselbe gekauft. Was ich hier noch zusätzlich habe, ist dieser. Ne, Lendenschutz oder Oberschenkelschutz auf jeden Fall. Ah, jetzt, genau. Jetzt sind wir gleich an Tag 2. Day 2, learning the ropes. Oh, es hat geregnet, als wir die letzte Folge beendet haben. So, ich speichere einfach nochmal. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Habe aber das Gefühl, dass das ein Problem wird. Wenn das dem sein sollte, also ich werde jetzt hier zwei Folgen noch davon machen. Wenn ich das speichern kann, dann werde ich das Spiel gerne für euch weiterspielen. Wenn es nicht geht, dann macht es für mich leider keinen Sinn, immer wieder von neuem zu starten. Schade eigentlich, weil ich das Spiel echt cool finde. Und es war eine Empfehlung von euch. Der hat mir gerade richtig was weggezwiebelt. Junge, Junge, Junge. Das Schwert hat eine gute Reichweite. Alter. Yep. Und besiegt. 1556, 3%. Crowd Appreciation. Wir nehmen jetzt hier nochmal Vitality rein. Wie sieht's aus? Ich bin immer noch nicht Level 7. Deshalb, wie viel Gold habe ich? Auch nicht so viel. Also ich glaube, eigentlich muss ich das nächste Turnier, also einfach mich duellieren, nächstes Turnier gewinnen. Und dann habe ich mit Sicherheit genug Gold. Und dann vielleicht auch mal die Waffe verzaubern, so wie der das hier hat. Bam, Powerangriff. Ich bin aber gar kein Freund mehr von den Powerangriffen, weil die viel zu oft dann. Frozen! Der hat mich vereist, weil seine Waffe verzaubert war. Wow, 2000 Gold, sauber. Wenn das so weitergeht, kann ich mir natürlich auch schnell eine neue Waffe zulegen. Aber lieber spare ich ein bisschen. Also, ich denke, das nächste Projekt hier jetzt ist dann halt eine richtig geniale Waffe. Wow, wieder 1900. Also das Gold sammelt sich sehr schnell, wenn man ein guter Fighter ist. Aber ich bin Super Saiyajin Tomek, Tomek der Zerstörer. Und von daher klappt das hier gerade sehr, sehr gut. 200 Leben. Oh, der ist gar nicht mal so von schlechten Eltern, der Junge. Komm, jetzt treffe ich doch mal. Ah, okay, auf Reich. Yo! Junge, diese Hits, Alter, von diesem Super Saiyajin. Ich muss mich immer noch duellieren. Ich denke mal, ein Level brauche ich noch. So, ein bisschen die Crowd anstacheln, damit es mir ein paar mehr Prozente gibt. An Gold. Ja, komm. Komm mal ein bisschen näher, Junge. Eine Fernkampfwaffe wäre natürlich auch super sweet. Oh, 1% von der Crowd, obwohl ich die zweimal versucht habe, gnädig zu stimmen. Aha. Ach was, ist ja mega geil. Was gönnen wir uns jetzt? Attack, Defense, Magicka noch nicht. Stamina ist nicht schlecht. Nehmen wir uns auch mal. Stamina ist sowas wie Durchhaltevermögen. Genau, damit kann ich jetzt auch am Turnier teilnehmen. Ich speichere das Ganze mal. Ich hoffe inständig, dass das funktioniert. 11.000 Gold. Puh, dafür. Dass es hier keine Waffe für mich gibt. Jo, Schwerter gibt es auch keine. Was soll denn das? Aber hier. Yo, bam, eine goldene Axt. Wir sind ein goldener Krieger, goldener Gladiator. Wir sind ein Super Saiyajin. Also von daher passt das perfekt. Ja, ab in die Arena. Am nächsten Turnier teilnehmen. Fünf, nee. Also wir sind insgesamt fünf Teilnehmer, davon vier Gegner. The Evil Ninja ist mein Endgegner. Psyche ab. Er schläft bereits. Bam.
Upp. Yo! Psyche ab. So, ich schlafe mal ganz kurz. Ein bisschen Energie aufladen. Hier. Und. Bäm. Upp. Bäm. Und. Bäm. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Normal Attacks sind einfach irgendwie gerade die besten. Ihr trefft relativ sicher, macht vom Schaden her, also habe ich nicht das Gefühl, dass die Gegner lange gegen überleben. So, ich schreibe ihn mal ein bisschen an. Jo. Jetzt schon wieder drei Psycho-Attacken. Psyche ab, ey, das ist geil. Oh. Lade dich auf, Junge. Wow. Das ist die Super-Attacke. Oh, hat er natürlich sofort geblockt, klar, ne? Hui. Ach schön, ich blocke seine Fähigkeiten auch oft genug. Der hat aber auch 230 Leben. Holy. Einer gefallen. Bam! 1400 Gold. Und jetzt gibt's noch. Nee, jetzt noch einer und danach kommt der Ninja. Ho! Machen wir so. Ah, okay, das funktioniert auch nicht. Aufladen. Aufladen. Wenn er mich angreift, funktioniert. Ach so, okay, wenn ich blocke. Aufladen. Ey, shit. Das überzeugt mich gerade noch nicht. Vielleicht kann ich jetzt gleich irgendwie umsetzen. Zack, jetzt kommt. Behold Arena Champion, the Evil Ninja. Okay. Erstmal die Crowd für mich gewinnen. No, der schießt. Ah, das ist bitter. Da muss ich. Gut, dass ich. Ach was. Der hat aber ordentlich für Rüstung. Gut geblockt. Das ist sauber. Ja, er schläft. Schlaf Ninja. Yes, geblockt. Schlaf Ninja. Ja, aufladen. Und jetzt. Oh nein! Wieso ist er abgehauen, Alter? Weil ich meine. Oh nein, der wird wieder schießen, oder? Hä? So beständig greift er gar nicht an. Oh, jetzt hat er gewechselt. Aufs Schwert. Waffe aufladen. Mensch, Ninja, komm ran. Waffe aufladen. Oh, please, Ninja. Waffe aufladen. Das gibt's, ich schlafe jetzt. Was soll denn das, Alter? Der flieht ja mehr vor mir. Waffe aufladen. Waffe aufladen. Waffe aufladen. Ich versuche. Oh. Der hat mir die Rüstung bereits weggefetzt. Holy. Ich versuch's nochmal. Waffe. Junge, keine Chance mit diesem Waffe aufladen. Quick Attack. Quick Attack. Hau ihn mit Quick Attacks weg, Junge. So, jetzt. Das ist immer meine einzige Chance. Aha, okay. Aufladen. Und jetzt. Ah, das ist bitter. Das muss man so gut timen. Jetzt ist er ran zum Beispiel. Aufladen. Und jetzt. Bam! Holy! Sauber! Okay, das war jetzt doch sehr, sehr sauber. Oh. Hör auf mich anzuschreien, Junge. Schlafen. Aufladen. Aufladen. Was hat er da gemacht? Mich weggestoßen. Also mit dieser Superwaffe, mit dem mehrfachen Aufladen, das finde ich jetzt nicht so stark. Wow! Und Quick Attack! Quick Attack! Quick Attack! Und noch einer. Nein, er hat einen Pott genommen. Quick Attack! Quick Attack! Quick Attack! Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ah, dann schlafe ich auch kurz. Komm ran. Quick Attack! Hat er geblockt? Shit. Und noch einmal. Yes! Tamek defeats! 17.500 Gold. Siehst du hier schon wieder? Saving Character. Also eigentlich müsste der gespeichert werden, aber ja, ich glaube, so ganz funktioniert es nicht. Ich habe jetzt Bock auf noch mehr Vitality. Das ist ganz geil. Ich gehe direkt rein. Ich speichere meinen Charakter. Man sieht, es wird hier gespeichert, aber irgendwie überzeugt mich das nicht ganz. So, Schwerter kann ich noch keine. Immer noch keine hier. Hier aber. Wow. Hier geht's ab. Plus 18 Charisma Discount. Trading Discount. 18, 18. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon das Beste. Wenn wir hier reingehen, sind wir. An Helm haben wir noch nicht.
Finde ich aber gar nicht so geil, weil man natürlich so unsere genialen Haare sieht. Puh, okay. Dann haben wir jetzt halt einen Helm. Ein Schild haben wir. Yo! Yo! Das hat uns einen richtigen Boost bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es kurz gesehen habt, wie viel Rüstung jetzt dazu gekommen ist. Alto Belly, the call of battle. Tag Nummer 3. Leute, seid gespannt auf morgen. Morgen 16 Uhr wird es hier weitergehen. Das mit dem Speichern, ich habe es jetzt auf jeden Fall gespeichert. Ich werde jetzt die nächste Runde ja direkt den Anschluss hinterherziehen. Aber wenn es danach nicht funktionieren sollte, dann wisst ihr Bescheid, dann werde ich das Spiel switchen, obwohl ich das gerade echt cool finde. Es ist halt mega chillig. Und ich glaube auch für euch, dass es was Cooles für zwischendurch. Einfach mal so vorm Schlafen gehen, beim Essen. Also sowas Relaxed ist. Das kann man sich mal reinziehen, wie der Povrot hier ein bisschen zockt. Ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.